Moin Moin Kradugianer und herzlich willkommen zu unserem neuesten Schiffsreview. G. Hoffmann. Der Hoff der Mann. Entschuldigung. Der G. Der Georg Hoffmann, meine Freunde. Ein T-10-Zerstörer der Deutschen für 36.000 Stahl im Vorabzugang zu bekommen. Und schweineteuer dadurch. Ob sich das Ganze lohnt für euch, das könnt ihr jetzt hoffentlich nach diesem Video dann für euch entscheiden. Ich hoffe mal, dass wir euch mit dem Review so ein bisschen weiterhelfen können. Daenerys ist im Gameplay auch gleich noch dabei, sodass wir da uns auch über den Zerstörer ein bisschen unterhalten können, ein bisschen diskutieren können. Jetzt aber mal ganz entspannt, erstmal vorweg, das Ganze ist hier so gesehen so ein Mischmasch aus Elbing, wenn du so willst, eine veränderte Elbing, aber mit dem Rumpf von der Schulz. Eine veränderte Schulz, die so ein bisschen auf T10 angehoben wurde. So in etwa müsst ihr euch das vorstellen. Mit veränderten Stats. Das Ganze ähnelt der Schulz und auch der Elbing sehr, hat aber so ein bisschen Eigenheiten. Besondere große Bam fehlt hier aber, wo ich sage, was es so richtig einzigartig macht. Wir gucken mal. Panzerungstechnisch haben wir 19 mm hier. Seite haben wir sogar 25 mm. Sehr angenehm. Da kommen einige Zerstörer dann tatsächlich mit HE nicht durch. Die müssen in die Aufbauten treffen. Oder halt hier vorne oder da hinten. Die 25er-Panzerung ist geil. Wir haben 28.000 Leben. Das ist schon das Maximum, was man rausholen kann. Die Hauptbatterie. 3x250 mm, 7 Sekunden Ladezeit haben wir hier. Maximal Steuerung 64 Meter, Sigma-Wert 2.0. Schieß mich irgendwas. Max, also super genau bedeutet das. Maximale Reichweite 15,5. Das ist schon das Maximum, was man hier rauskitzeln kann. Mit Skillung und mit den Modulen. HE Damage 2200, ich gehe hier mal vorweg, damit ihr ein bisschen was seht. 2200 HE Damage, Brandwahrscheinlichkeit 13%, Panzerdurchschlagskraft so schon 38 mm, bei den Deutschen ja immer richtig, richtig geil. Mündungsgeschwindigkeit 69 Meter pro Sekunde, auch ein Träumchen und AP Höchstschaden 4100. HE Damage ultra gut, ne? HE allgemein sehr, sehr geil bei dem Schiff, AP, gerade was Breitseiten angeht, aber auch extrem gut. Das, meine Freunde, ist eigentlich auch schon das große Highlight bei der G. Hoffmann, denn wir wollen abartig viel Schaden machen. Wir müssen abartig viel Schaden machen, denn groß was anderes können wir kaum machen. Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen erkältet. Wir sind nicht wirklich teamdienlich, da fehlen uns die Möglichkeiten zu. So müsst ihr euch das Ding hier vorstellen, eigentlich als kleiner Kreuzer, der umherfährt und eigentlich alles zusammentackern, zusammenballern möchte, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist unser Plan. Open Water wäre schön, wenn wir das könnten, so wie Kleber und Co. und wie Schabaros. Können wir aber nicht, denn uns fehlt die Mobilität, die Agilität. Dazu aber gleich mehr. Die Torpedos. Die haben wir uns angeguckt. Torpedos. 2x5, 533 mm. Torpedo, Reichweite 12 km. Damage 14.400. Und Geschwindigkeit 66 Knoten. Erkennbarkeit 1,4. Lässt sich arbeiten mit den Torpedos. Es lohnt sich nicht, bei 2x5 komplett auf die Torpedos hier zu gehen. Klar können wir den Cooler noch runtersetzen, die Schaden erhöhen und hier und da. Aber dann kannst du auch gleich andere Schiffe spielen. Das wäre blödsinnig, da die Torpedos zu verstärken. Dann lieber andere Stärken weiter ausbauen. Wasserbomben sind auch dabei. Müssen wir halt über die Schiffe rüber und das ist halt immer so das Problem. Also über die U-Boote rüber und das passiert halt so gut wie nie, dass wir da mal die Chance bekommen. Rückabwehrwert von 70. Wir haben 2 Granatexplosionen in einer Salve. Überhaupt Granatexplosionen zu haben als DD ist schon cool. So können wir hier sagen, ja, ist eine nette Flak, aber mehr auch nicht. Kommt halt nicht annähernd an Halland und Co. leider ran. Manövrierbarkeit. Und jetzt kommt große Manko bei dem Schiff. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 39,4 Knoten. Okay. Geht ja halbwegs noch. Venkas-Radius liegt bei 800 Meter. Muss man im Vergleich die Prinz von Orange, dieses riesige Schiff hier von den Niederländern, hat 790 Meter. Fällt euch auf? Fällt euch auf, glaube ich. Okay. Venkas-Radius furchtbar. Ruderstellzeit 5,3 für einen Zerstörer furchtbar. Das bedeutet, dass die Gegner nicht wirklich Probleme haben werden, uns zu treffen. Und das lehrt der Krado leider in den Runden, die ihr gleich sehen werdet, auch noch kennen. Es ist nämlich nicht so einfach, mit diesem Schiff feindlichen Salven mal lockerflockig auszuweichen. Nein, es ist ehrlich gesagt sogar super einfach für Gegner, euch dann zu treffen. 6,4 Kilometer Tarnwert, ein furchtbarer Wert, lässt sich nicht so schön mitarbeiten. Geht teils noch schlimmer, aber ja, aber für das, was er machen soll, ist der Wert okay. So, was haben wir dabei? Nebelerzeuger dabei für nur 77 Sekunden, nicht besonders gut. Wir haben Motorboost dabei, 8% Steigerung, ganz wichtig der Motorboost. Wenn der Motorboost aktiv ist, spielt die Hoffmann sich gefühlt gleich ganz anders. Angenehm, defensives Flakfeuer ist noch dabei, kontinuierlicher Schaden plus 50%, Granatexplosion 300%. Wir haben halt bloß 2 Granatexplosionen in der Luft, da erschreckt es niemanden so wirklich mit, aber nett zu haben. Und das ist nicht, dass man nicht wählen muss zwischen Hydro und defensivem Flakfeuer, so ein Schwachsinn, sondern dass wir das separat dabei haben.
Und Hydro ist auch noch dabei. Die gute 6 Kilometer Hydro, richtig geil. Und Torpedos 4 Kilometer. Ist die Hydro an, sind wir unglaublich stark. Kaum irgendwie besiegbar, können jedem Torp ausweichen, alles chillig. Ist die Hydro nicht an, haben wir im Nahkampf nichts zu suchen, weil dann sind wir so gut wie tot, ohne groß was machen zu können. Modul hier für Reichweite habe ich verbaut. Erste Runde seht ihr gleich ohne das Modul, danach seht ihr eine Runde mit dem Modul. Spielt sich wie Tag und Nacht gleich, wie so ein Wechsel. Und mein Albert Kästner, der ist übrigens so geskillt, damit bin ich gerade unterwegs. War am Überlegen, Trägerzünder, Adrenalinrausch sogar wegzunehmen, denn hier oben einer Skill noch wegzunehmen, einen von den beiden, und vielleicht sogar noch Raufbold mitzunehmen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich würde gerne noch die Nachladezeit irgendwie runtersetzen, aber ja, ist nicht möglich. Gibt nicht so viele Möglichkeiten, was ich hier noch machen könnte. Das wäre so die einzige Idee, die ich überhaupt noch denn hätte. Gut. Module sonst sollte selbsterklärend sein. Und Geschichtliches haben wir natürlich auch. Ja, das Entwurf ist 1945. Dieser große Zerstörer ist mit einem 150 mm Artillerie ausgerüstet und ähnelt in Größe und Eigenschaften einem leichten Kreuzer. Als Teil des nicht umgesetzten Projekts Typ 1938A hätte diese Zerstörervariante über eine verstärkte Flugabwehr und Torpedobewaffnung verfügt und wäre im Atlantik einsetzbar gewesen. Also Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Ding hier als Entwurf so gesehen nochmal rausgekotzt worden. Aber wer weiß, ob man damit hätte irgendwie was machen können. Die Georg.Hoffmann, meine Freunde. 36.000 Stahl im Vorabzugang. Müsst ihr für euch entscheiden, ob euch das der Stahl wert wäre. Ich spoiler mal gleich vorweg. Für mich nicht mal annähernd. Ne? Aber ich mag diese Art von Zerstörer auch nicht unbedingt. Trotzdem habe ich mein Bestes gegeben jetzt in den Runden. Viel Spaß mit dem Gameplay. Da sind wir schon in der ersten Runde mit unser G.Hoffmann. Mit dabei den Niere der Moskva, Hallöchen. Hey. Hey. Und mit dabei Mutality, der alte Flamer heute. Nur am Rumflamen. Niere, wo fahr ich hin? Fahr ich links, rechts? Wo sind die Caps? Ich mach Mitte. Ein DD müssen wir mitmachen. Wir haben keine Caps. Du suchst dir irgendeine gute Position, wo du auf Gegner schießen kannst. Gott. Dann wartest du, bis was aufgeht, in Reichweite ist, nebelst und schießt. Wenn ein 6-4er-Tarnwert. Ja. 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 Ich spiele die doch voll auf Torps. Das war eine gute Idee von dir. Ja? Du hast nicht nur einen 6-4er-Tarnwert, du bist richtig träge. Ich merke schon. Nur das bei 38 Knoten ist er. Irgendwie, nee, träge. Stoppen kann mich nur. Träge, ja, aber das ist ja Highlight der Deutschen. Nee. Doch, alle deutschen Zerstörer sind abartig träge. Außer nein. T-61 vielleicht. Nein. Doch, alle. Trust me. Nee. Da kommt der Namenlose. Meine Hydro? 6 Kilometer. Wäre mal cool, wenn die Hydro. Wäre lustig, wenn die Hydro mal weitergehen würde als mein eigener Tarnwert hier. Das wäre mal lustig. Irgendwie so ein Radar denn einsetzen. Oh ja, wie lustig für den Gegner. Ah, mal lustig. Das wäre so witzig. Nichts machen kann. Trollololol, Niere. Trollololol. Ich habe schon 25.000 Spotting Damage. Gar nicht so kacke die Runde hier. Gefällt mir. Ich mach mal ein Tor an. Guck mal, ob wir irgendwas finden hier. Such dir mit deinem G-Punkt mal eine gute Position. Ich suche mir eine gute Position. Ich will gleich die Moskva hier erstmal zusammenballern. Das ist noch eine Mecklenburg. Und schieße hier keiner rauf. Oh. Umladen. Ganz schnell umladen. Der bleibt leider stehen. Schade. Ach, weil da eine Hydro drin ist. Ah, siehst du mal. Ich habe noch ein bisschen gewartet. Wer jetzt hier rumgefahren? Hätten wir jetzt, siehst du, das war sogar ein Fehler jetzt hier. Oh, ich bin zu dicht an der Moskva dran. Bin ich bescheuert. Weiterfahren. 12 Kilometer. Ich weiß nicht, ob du bescheuert bist. Leute, ist er bescheuert? Ja, bescheuert. Hongkong. Hongkong? Hongkong. Eine Frage. Was eine Frage? Boah. Könnte die Schirme jetzt davon abhalten, hier in der Mitte durchzubrettern wie eine Bekloppte? Oder aber, ich fahre hier nach links und gehe der Vampire ein bisschen auf den Sack. Oh, hier kommen ganz viele Torps. Torpedos to the right. Also wenn die Hydro aktiv ist, ist es ja sehr angenehm, ne? Oh, da geht an. Dazu, du meinst so. Unspielbar. Oder Boost. Oh, ganz schnell weg hier. Torpedos on the left. Okay, Hallöchen, Mecklenburg. Bom, bom, bom. Sofort unsichtbar. Ich liebe es. Das ist die Shima sogar offen. Da ist eine... Ach, du Scheiße, eine Klombo. Nein! Nicht getroffen. Easy. Okay, das hätte ganz schnell schief gehen können. Keine No-Damage-Runde. Jetzt schon gut. Glückwunsch. Danke. Richtig gut hier, richtig gut. Wie schnell waren die Granaten? Also vom hier in der Runde hätte ich jetzt am liebsten Doppelreichweite mit. Modulreichweite und noch den Skillreichweite. Hast du gar nicht? Nee, ich habe bloß das eine mitgenommen. Ich wollte mal gucken, ob das reicht so vom Spielen her. Nee, ich habe noch kein Gefühl für das Schiff.
Wargaming empfiehlt ja nur auch beides hier, ne? Hatten wir ja gesehen gehabt. Bisschen ja, strange. Das ist. Bisschen Doktor. Vampire hängt hier immer noch im Nebel drin. Ich würde gleich versuchen, die Vampire mal aufzumachen. Halbe Minute habe ich noch. Ah, wobei, das wird nichts. Vampire hat auch Hydro, ne? Ja. Ja, genau. Können wir. Der hatte den Crawling Nebel, ne? Genau. Ja, und der fährt rückwärts weg gerade. Ne, den wird er nicht reichen mit der Hydro. Schade. Schade. Torb ihn raus. Ich hab die Shima schon getorbt, aber leider nicht getroffen. Die Shima? Hm. Shima! Ja, die Shima! Genau den. Shima! 4600 mit AP, sehr angenehm. Du kannst weiterlaufen. 3500, natürlich läuft's nicht so weiter. Aber guter Schaden. Hauen guckt da, glaube ich, so schnell nicht mehr rum. Okay. Und wieder unsichtbar. Hauen fast tot. Jetzt Drop rüber, Nere! Jetzt ihn Drop! Ach, Moment, falsche Schiffe. Er brennt noch. Dann könnte er tot sein. Der ist er auch tot. Schön. Wie lang sind denn die Torps? Boah, das sind schon so eine Scholles, ne? Also so die Größe bestimmt. Moment, ich guck mal. Mit lang meinst du bestimmt Kilometer. Die Reichweite. Ganz genau. 12 Kilometer. Hallöchen, Columbo. Columbo. Jetzt ist natürlich cool mit der Columbo. Denn ich kann jetzt hier chillig nebeln. Der dreht schon weg. Was fehlt dazu? Dann nebel mal chillig, dachte er nicht so. Mm. Der Columbo-Fahrer. Gerade so. Nein. Haut ab hier und ist gleich. Oh, 5.900 mit einer Salbe. Ey, das kloppt aber auch mal rein mit AP, ne? Warum ist sie so schnell? 5.200. Lupp. Ist lustig, das mit der Hoffmann ist gefühlt einfacher Schaden zu machen, als gerade mit der Prinz von Oranje. Wo wir da die 234 mm haben. Die Nachladezeit ist hier besser. Das ist so weird, das ist so fucking weird. Der Nebel war übrigens richtig scheiße. Ich wollte euch bloß mal zeigen, wie man auch Nebel richtig mistig setzen kann. Ne, nur für euch da draußen, nur für euch. Spiel das Ding wie Elbig, spiel das Ding wie Schulz, Merker und Co., wie sie alle heißen. Dann funktioniert das hier. Dann funktioniert das. Hallo, die Runde ist, glaube ich, nicht so ganz. Ich weiß, es ist schon wieder. Ja, ich weiß. Das war das Review. Ja, ein bisschen zu schnell. Bisschen ist gut. Ich hoffe, man hat den besten HE-Damage von allen DDs. Ja, hat trotzdem abartigen AP-Schaden darum. Ne? 13% Abwachschank sogar. Auf T10 müssen wir halbieren. Ja, 30 mm so schon. Aber auch deine lange Ladezeit. Ne? Das ist es. Ah, das AP klappt einfach zu gut rein. Was will ich ja mit HE rumeiern? Das haut einfach zu gut rein. Weil ich da mal 5.000 bis 6.000 Schaden hier pro Seil, weil ich dem gerade gedrückt. Das ist doch total krank. Es ist halt Breitseite, ne? Wenn der Breitseite zeigt, du zerflüchst den. Nur aufbauen, du kannst auch frontal aufdrücken. Pass auf die Aufbauten schießen. Easy, mach jetzt Zeit. Ach, Mensch, Nebel doch nicht noch Columbo. Ja, gut. Verfolgen wir die mal ein bisschen. Geringe Streuung, die Hoffmann. Auch haben sie alle die Ds. Da gibt es eigentlich kaum welche mit hoher Streuung. Nicht, dass ich wüsste. Wir haben meist alle mal Bomben-Sigma-Wert plus super geringe Streuung. Bei der Elbing merkt es halt schon, weil die von der Genauigkeit her. Hm. Und eben, es ist ja so gesehen vom Rumpf her eine Schuld. Also, das ja, ne, das ist, wer diesen Spielstil mag, der wird mit der Hoffmann sehr wahrscheinlich auch Spaß haben, weil. Ich hab grad festgestellt, dass mein Nebel noch gar nicht ready ist. Oh Gott. So, rückwärts gehen. Einfach Feuer frei. Ja, ich war gerade dabei, bin schon auf 8 Kilometer dran. Ich sollte mal vielleicht nicht ganz so offensiv jetzt hier spielen. Vielleicht mal nicht übertreiben. Schnell zurück. Boing, 1400. Donnerstag bis 24 Uhr Schnee geräumt. Am Freitag nochmals 8 Stunden von 5 Uhr an. Gut. Da bleibt keine Zeit, all die Dinge zu lesen, von denen du erzählst. Start the smoke. Deshalb schaue ich euch auch zu, da kann ich trotzdem was lernen. Ah, Rosamunde, jetzt ergibt Sinn. Jetzt habe ich es verstanden. Wegen der Nachricht vorhin nochmal. Rosamunde hat so viel mit Schnee gerade zu kämpfen. 24 Stunden hier, bis 24 Uhr Schnee geräumt und sonst was alles. Dadurch hat die ganzen Informationen nicht mitgeschnitten, da was jetzt als nächstes im nächsten Update kommt. Patch-Video gucken, kann ich dir empfehlen. Geht knapp eine halbe Stunde, aber da hast du alle Infos da. Alle Infos, die du brauchst.
Torpedos irgendwie scheiße. Treff hier nichts. Hat natürlich nichts mit mir und meinen Torpedoskills zu tun. Nein, das hängt allgemein mit den Torpedos zusammen. Und Dankeschön, Rosamunde, für deine 1000 Bits. Vielen lieben Dank. 363 Schaden mit HE. Ich merke schon, richtig geiles HE. Richtig. Strong. Strong HE. Nächste Runde. Glaube ich, sofort gleich das Modul ändern auf bessere Reichweite. Das Ding ja auf 14, 15 Kilometer geht, glaube ich, richtig ab. Aber 13 ist zu wenig. Das funktioniert nicht. Da muss mehr. Ist ja irre, was du hier bedrücken kannst. Also ich bin auch bei Elbing und Co. vielleicht jedes Mal überrascht, wenn du angefangen hast mit AP und sonst was zu schießen. Mhm. 5000. Stehst du sonst mit deinem Schlachtschiff, weißt du, alle halbe Minute mal 5000, yeah! Und hier drückst du das innerhalb von 5 Sekunden raus. Nebenbei verlierst du ein Cap, deine Verbündeten sterben an Torpedos, dein Team ist dauerhaft aufgeklärt. Mir beleidigt dich, warum man so ein Affe aber ist und da nicht mithilft. Aber hey, du machst 5000 Schaden. Immerhin doch. Mal gucken, ob sie mich jetzt in den Tod bekommen. Komm, ich gebe den Gegner nochmal eine Chance hier. Können sie noch ein bisschen Schaden machen. Ich will auch ein bisschen Schaden machen. Mecklenburg, sekundäriges Skill. Okay. Interessant, sieht man auch nicht oft. Oh, du fährst da lang. Ja. Ich sag ja, ich versuche dir noch eine Chance hier zu geben. Ich hab noch. Doch, ich habe Schaden bekommen. Ich glaube, sekundär hat mich gerade kurz getroffen. Ah! Lieber einnebeln und aufhören zu schießen und Schluss aus. Beeil, ich mach noch irgendwas. Ja, mach ich auch. Wow, ich hab die Mecklenburg nicht tot bekommen. Super. Da ist noch eine hier, eine Kuendo. Schieße ich gerade. Genau in dem Moment, wo ich abgedrückt hatte, hat er angefangen einzulenken. Ich hasse mein Leben. Warum hast du denn dein Leben? Ja, weil er eingelenkt hat. Weißt du, man hasst sein eigenes Leben wegen anderen. Gottes Willen, ist das eine Abschlachtung. Halt! Stopp, Hindenburg! Kommen Sie zurück! Hinterher! Team! Sammeln! Los! Zugriff! Jetzt zusammen Angriff auf diese eine Hindenburg! Ich komme noch nicht an. Lasst ihn nicht entkommen! Mein Motorbus ist immer noch nicht ready. 100k Damage, yay, ich habe 50.000. Aber 82.000 Spotting Damage. War okay. War okay. Welche Idee ist besser? Z52 oder Elbing? Kann man nicht vergleichen, Tyler. Kann man nicht vergleichen. Gibt kein besser. Korrekt. Sind komplett unterschiedliche Zerstörer vom Spielstil her. Kannst du null vergleichen. Für das, was die Elbing machen soll, ist die Elbing besser. Für das, was die Z machen soll, ist die Z besser. Bam! Die Antwort hat geholfen. Die Antwort hat richtig geholfen. Ja, 1000 Punkte P. Wir haben noch eine Runde, ne? Nee, oder das war Hammer. War richtig geil. Ich kann die Klangstruktur bauen. Cool. Glückwunsch. Hast du noch Platz? So, ich baue jetzt die Reichweite aus. Ich glaube, mit mehr Reichweite hätte ich jetzt die Runde deutlich mehr machen können. Okay, let's go. Kommen wir auf 15,5. Das hört sich schon ein bisschen geiler an. Aber jetzt ist ja auch die Frage, Adrenalinrausch hatte ich mitgenommen. Will ich überhaupt? Ich könnte Raufbold theoretisch noch mitnehmen. Scheiß auf Adrenalinrausch, dafür Raufbold mitnehmen? Boah. 10% die ganze Zeit, ne? Ja, wenn du... dafür bist du mir zu langsam und auch nicht beweglich genug. Der hat mich gerade fett genannt? In der Hoffmann, ja. Meinst du das Schiff, ja? Ja, ich okay, meine. Na, Dennis, dich, genau. Dennis ja gut. Dennis meine ja gut. Brutality, danke fürs Mitkommen. Dankeschön. So. Ja, da kann man mitspielen. Kennst du meinen Vater Breser 1? Vielleicht, bestimmt. Guckt ihr bestimmt auch zu und ist ab und an im Chat aktiv, da kenne ich ihn bestimmt. So, Pull Dancer, du bist dran. Let's go. Michael, vielen Dank für deine 2000 Bits. Damit wieder Platz 1 bei den Bitsern. Merci. Okay, danke für 39 Monate hier dein Weihnachtsgeld. Merci nochmal. Dankeschön. Rosamunde auch da. Vielen Dank. Ja, habe ich. 15,5 habe ich jetzt. Ja, super. Und plopp. Nee, deswegen machen wir die Infovideos ja auch immer. Gerade was Rosamunde da gerade geschrieben hat oder hier. Warum auch immer das heute, nicht mitlesen kann. Der Sound ist bloß da, man sieht es irgendwie komischerweise nicht. Genau das ist es nämlich. Ich weiß, dass ihr da draußen alle Real-Life-Privatleben habt, hier Familie und Co. Und wirklich schwierig, die ganzen Informationen zu begreifen, zu erfassen erstmal überhaupt. Nicht mal begreifen, sondern erfassen, weil es halt so unglaublich viel ist. Weil genau deswegen mache ich mir die Arbeit auch immer mit den Infovideos, um euch da ein bisschen an die Hand zu nehmen. Denkt dran, oben angepinnt da beim Streamchat ist auch das neueste Infovideo. Ruhig mal anklicken und für nach dem Stream nachher bereithalten, dass ihr da den gucken könnt. Warum sagst du Scheiße, will ich das wissen? Nicht Tab drücken. Nevsky, Des Moines.
to arms for liberty and justice. Laurier Starpreußen. An Torpedos. Yeah. Pull Dancer, wenn du fragst, wo lang, du musst auf die Karte mal gucken am Anfang. Wenn du am Anfang siehst, da ist bloß eine Laurier rechts bei C, würde ich sagen, einer Montana oder Preußen jetzt in der Mitte müsste C unbedingt unterstützen. Fahren jetzt Montana und Preußen beide zu A, sprich du und die Montana, dann haben wir hier ein Riesenproblem. Daher erübrigt sich die Frage, denn du siehst eigentlich schon, dass du Richtung C musst. Daran erkennt man das immer ganz gut. Wollt mal mitspielen und wollte fragen, wie das geht. Einfach mich im Spiel anschreien. Einfach mich anschreien. Letzten Satz erfahrt, wie es uns geht. Uns geht's gut. Kapitänstimme Borgkönigin wurde sich gewünscht. Das passt ja zu den Deutschen hier. Die Bösen. Die Frage ist, willst du das in dieser Aufnahme jetzt überhaupt machen? Ach ja, passt schon. Die hört sich nicht schlecht an, die Borgkönigin. Die ist in Ordnung. Tarntechnik zieht dich alle ab. Ja, je nachdem, möchtest du richtig abgezogen werden, möchtest du ein bisschen abgezogen werden, möchtest du leicht abgezogen werden. Entscheid dich. Polish, danke für den Headshot. Die werden heute alle doppelt abgespielt. Das ist ja ganz toll. Dankeschön, Polish. Dankeschön. Aua, war das laut. Wie immer, Nere, voll abgezogen werden. Maximum. Okay, finde ich gut. Ja, das ist so. Das ist so meine Vibes, die ich hier so habe. Das ist alles gut. Kannst du eigentlich schon stehen bleiben? Kannst du stehen bleiben? Ich will rumfahren. Ja, naja, was willst du näher ran mit dem Schiff? Will weißt ich du, das gar ist nicht. Ich will hier rechts vorbeifahren und außen rumballern und rumfahren. Ja, ja, B wird gekippt. Ach, will doch bloß schnell den C-Cap holen, Nere. B wird gekippt. Polish, dankeschön für deinen Headshot. Die Gegner grüßt. Oh ja, tatsächlich. Yang offen, Feuer frei. Oh ja. Jetzt Zeit, muss grüßen. Ich merke schon. Der ist sich offen. Lügenniere, Lügenniere. Ja. Im Moin steht da hin. Hinburg ist hier noch. Schreib mal wieder mit deinen Freunden da im Chat. Boah, Alter, eine Bitch. Eine Sekunde habe ich geschrieben, weißt du? Nur Aoi geschrieben. Eine Sekunde. Außerdem ist King Shaw schuld. Ja, der Bitch steht da nicht mich hier. Keine Zeit dafür. Ich muss mich konzentrieren, jetzt hier fertig gemacht zu werden von Yu Yang und Co. Du hast dich vom Feind ablenken lassen. Ja, das stimmt. Ah, meinst du, King Shosh und Feind Team? Bestimmt. Warte mal, irgendwo finde ich ihn hier. Klardi. Guck, Klardi in der Libertad, das ist er bestimmt. Oh, de Moin. Wo war das? Oh, wenn die Tops nicht aufhören, aber die werden wahrscheinlich gleich aufhören. De Moin, de Moin, de Moin. Wäre schön, wenn da einer reingeht. So viel Glück habe ich leider nicht. Schade. So, Hydros an, Tiefentops kommen. Achtung, Augen auf. Bitte nicht davon treffen lassen. Und gucken wir doch mal, ob die Yuyang hier noch drin hängt. Ich habe das Gefühl, die Ragnar hat auch keine Lust hier zu cappen. Die Ragnar hat einen Scheißzahn, wir hatten 7,5, du. Ja, dann hätte ich mal cappen sollen, wa? Oh, das ist Yuyang. Kein Nebel, aber das ist. Oh, ist ja schon wieder weg. Meine Fresse. Hey, Shimakaze, was geht ab, na? Das sieht der Moin ist hier in die Mitte reingefahren. Achtung, der Moin kommt auch noch da in die Mitte. Nicht, dass du hier gleich ein Riesenproblem kriegst, ich sag bloß. Hallöchen, Yu Yang. 3600, das war schön. Okay, für die D-Fights ist die Nachladezeit natürlich ganz schön extrem, mit 7 Sekunden. Boing, 3200. Und er ist leider unsichtbar. Ich hoffe, irgendein kann ihn noch aufmachen. Oh, 700 bloß. Yes, Appy ist unglaublich gut. Taler Müll. Stirb jetzt. Der ist tot. Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Der ist tot. Nice. Mo, zugehen. Kuh fürs Abfarmen. Let's go. Let's go, let's go. Gut mitgespielt hier von der Hindenburg und Co. Haben schön mit drauf geballert. Unnötig viel Schaden hier leider gefressen. Aber egal. Alles noch im Rahmen. 5000 auf Kurfürsten. Ich liebe diesen Scheiß. Ob's lohnt sich nicht. Zu wenig Reichweite. Zu wenig Reichweite leider. Leben schon down, Shima schon down. Ach, schön. Dass wir die Yu Yang so gezielt rausgenommen haben und unser Vorteil jetzt gleich flöten gegangen ist. Alter, was ist das für. Warum muss ich so dämlich vorhalten? Diese 960 Meter pro Sekunde schnell. Warum muss ich hier so extrem vorhalten? Und er brennt. Wo weil ist die Gegner weit weg sind? 11 Kilometer? Ist nicht so weit weg. Ja, das liegt dann wohl an dir. Ja, ist es auch. Muss man mal einschießen hiermit. Linke Seite ist jetzt draufgegangen. Sehr gut. Das ist ja schön.
Wahnsinn. Müssen unsere Leute hier langsam mal pushen. Die stehen leider bloß alle noch super hinten. Ragnar fährt immer... doch, Ragnar fährt jetzt Richtung C. Guck mal, die Des Moines. Da stand doch immer hier von Oboy der eine, ne? War das Oboy? Bei King of the Sea? Genau, an der Insel mit seiner Des Moines? Oder mit seiner... ich weiß gar nicht, was das war. Ja. Ja, sehen wir die Taktiken jetzt sogar. Unser U-Boot hier links hat, wird jetzt auch schon gebombt. Ich werde blind im Nebel jetzt hier sogar schon beschossen. So viel Langeweile haben die hier. Tatsächlich, lol. Als ob. Also die Abfangchance fühle ich nicht. Das U-Boot ist auch raus. Gottes Willen. Scheibenklasse, jetzt sind richtig wir... Jetzt genau andersrum, ja. Jetzt ist genau andersrum, wo das Team fast da ist. Oh ja, oh ja. Das aua, geht aua, aua. So schnell. So, AV-Pack, deine Frage hat man beantwortet mit dem Link. Vorkündigung haben wir an. Idee-Frage haben beantwortet. Ich wollte mal mitspielen, das haben wir auch beantwortet. Perfekt. Was ich jetzt mal mache, ist die Stimme von der Borgkönigin mal ordentlich leiser, die ist viel zu laut. Aber schon 50.000 Damage, 34.000 Spotting Damage, ist in Ordnung. Aber 73 Treffer plus ein Abfackler, das ist eine beschissene Quote. Ich hab nicht verstanden, warum ich den Kuhfürst gerade nicht nochmal abgefackelt habe. Das habe ich echt nicht gefühlt. Des Moines ist offen, den halte ich jetzt auch ein bisschen offen. Dürfte er jetzt hier nicht so hängen. Nein, das U-Boot ist hier. Ach, ich hatte wenigstens die Hoffnung, dass die Halland hier wäre. Okay. Komische Wünsche hast du da. Sehr komische Wünsche. Ja, lieber eine Halland als das U-Boot. Ja, das ist absolut korrekt. Alles lieber als das U-Boot. Ja, das stimmt auch. Sind wir ehrlich. Hier, Bunge, wo willst du jetzt lang? Doch da lang. Ich meine, die Moin jetzt hier rausbomben. Ich halte den extra auf die ganze Scheiße. Zeit. Da kommt eine Libertad. Ich will hier nicht sein. Libertad. Oh, das U-Boot macht dich auf. Nein. Libertad. Und die Moin bekommt. Stück du da nicht auch noch? Ja, du, macht nun keinen Unterschied, ob ich hier noch drauf gehe oder nicht. Ja, du, so viele Leute gerade mal tot. Gegner fast besiegt. Ich sehe hier kein Problem. Und die Halland hat schon eine Hälfte Leben, nur noch, ja. Aha. Und das U-Boot ist schon direkt vor mir. Auch nicht schlecht. Kann nur warten gerade. Kann deine Des Moines nicht dichter ran wegen Radar. Und schießen kann ich jetzt hier auch nicht, weil dann geht die Des Moines zu, wenn ich jetzt Nebel. Ich kann bloß warten. Und Spotting Damage ein bisschen farmen. Solange die Des Moines offen bleibt, ist hier alles schick. Komm, nimm einen mit. Der nimmt einen mit. 8-7 Mördersalve. Salve, sag ich schon. Mördertorpedo. Mördersalve. Okay. Was machen wir denn mit dem Des Moines jetzt hier? Den muss mal irgendeiner rausbomben. Bungo ist hinter mir. Na komm. Gießen wir mal mit drauf. In der Hoffnung, den hier mal wegzukriegen. Boah, der gibt sofort Gas. Der gibt sofort Gas. Was? Zweimal viel Hund? Was? Wie wenig Schaden war das denn gerade? Okay, alles klar. Hätte ich es mal nicht gemacht. Lol, hat die Bungo mich gut getroffen. Ach du Scheiße. Das waren 9000 von der Bungo. Den Moin hat mich auch nochmal richtig erwischt, aber... War nicht meine beste Idee. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Johnson, kannst du den gleich supporten? Dann kann ich ja theoretisch doch ein bisschen ballern. Ne, geht alles wieder zu. Wahnsinn. Wir brauchen die, um eine Des Moines rauszuballern. Ja, an der Stelle bist du relativ safe. Da ist nichts mal mit Fixe rausballern. Da bist du relativ sicher. Bungo, Bungo. Bungo, Bungo. Flop. Nimmt der ein. Gar nicht weiter. Poppen wir mal so. Tun. Bungo, Bungo. Abgefackelt 4-3, war schön. Das nehmen wir. 3-6. Hm. Der Bungo haut oder Heiken rein. Na, Pillmoment. Nö, ich will die abfackeln. Passt schon. Und unsere Laurea ist auch down. Oh Gott, Gott, Gott. Das geht alles viel zu schnell. Heute ja. Können wir uns hier gar nicht... Nee.
So, Nebel haut langsam ab. Sollte mal wieder in Bewegung gehen. In Bewegung umschalten. Topfächer gefällt mir sehr gut. Was gefällt dir an dem Topfächer gut? Was ist denn da dran schön? Ganz normale Torps hier. Oh, wäre schön, wenn die nicht aufhören da bei der Bongo. Die hören bestimmt auf. Die hören auch auf. Oh, direkt vor der Bongo haben sie aufgehört. Schade. Schade, schade. Gefackelt. Oh mein Gott, endlich. Lackaffe hat die Dämonen weggebombt. Endlich ist die Dämonen raus. Das hat ja gar nicht lang gedauert. Bei 9, aua. Die Hindenburg versucht immer noch mich zu treffen, oder? Fuck. Aua. Ah. Ich nehme jetzt nicht so Probleme einzutreffen, habe ich das Gefühl. Aua. Junge, auch wenn du nicht viel kannst, aber das war geil. Ich seh nix. Okay, schick. Hm. Boah. Ich bin ganz allein hier auf der Ecke. Cool. Waren hier noch lauter Leute eben neben mir? Ich meine, ich habe noch einen Nebel, aber die bleiben halt nicht offen. Hm. Haben wir noch eine Chance zu gewinnen hier? Was meinst du? Nein. Okay, dann kann ich so noch lustig rumballern und einfach krepieren, ja? Ehrenvoll. Okay, erstmal. Also, vielleicht Torpen sollte ich vielleicht auch nochmal ehrenhaft einfach hier rumballern. Damit die Runde nicht zu lang geht. Sinnvoller wäre es jetzt die nächsten 8 Minuten noch zu torpen, in der Hoffnung irgendwie bumm und erste Salve down. Alter, die spielen alle auch geil. Da trifft jeder. Eieieiei. Ja, du hast deine Leute verschreckt. Wieso? Nö. Aber du hast eine Geschwindigkeit, um eigentlich offen zu stehen und zu schießen. Au. Das ist... Ich schaue, danke für den Headshot. Au. Was habe ich? Eine gute Geschwindigkeit? Was habe ich? Du hast nicht die Geschwindigkeit, um offen zu stehen und zu schießen, habe ich gesagt. Ist nicht agil genug halt. Ich kann halt nicht in die Salven so schön reinlenken, versuchen auszuweichen. Das fehlt halt alles bei dem Kran hier. Du bist auch langsam. So, ja, das noch dazu. Im Vergleich zu dem... Wenn du dir mal anguckst, auf was für Geschwindigkeiten andere Schiffe kommen. Top-Treffer, wupp, wupp. Das reicht einfach alles nicht. Aber in dieser absoluten Müllrunde habe ich ohne Probleme 163.000 Schaden machen können. Ja. Nee, jetzt ohne Mist, also die rein schadenstechnisch läuft das echt gut. Das ist echt, also Schaden kann das Ding machen ohne Ende. Das geht wirklich Richtung Elbing und Co. Ja, das aber... Nichts das ist halt dienlich Sinnvolles halt, das ist es halt. Und das ist halt dieses Ding, Mensch, das kann Elbing auch. Weißt ja. Du, so doof das jetzt erstmal klingt. Das, Warum dafür jetzt 36.000 Stahl ausgeben? Das ist ja die Frage wieder. Warum dafür überhaupt Stahl ausgeben? Boing! Naja. War in Ordnung, die Runde leistungstechnisch, rein teamtechnisch war der letzte Abfall. Kannst du nicht anders sagen, das war totale Rotze. Aber so sind die Runden aktuell normal. Wird im Dezember noch viel schlimmer. Das wird da noch viel schlimmer. Dann kommen sie nämlich alle, die seit letztes Jahr Dezember nicht mehr gespielt haben. Und oh, ich spiele mal wieder eine Runde. Erstmal meine T10, mein Kurfürst nehmen. Rein da, yeah. Wird richtig lustig. So, 163.000. 934 Grund-EP. Napoli hat 1290. Super gespielt von Napoli. Können wir loben. Hat aber auch nicht gereicht. Und Tender Libertad, Nevsky, Bongo schieben wir bei den Gegnern ganz, ganz oben. Schade, und wir hatten Yu Yang so schnell raus. Super ärgerlich. Der trotzdem 1300 Grund-EP. Wahnsinn. Linke Seite war halt komplett weg. Ja. Die haben sich alle, selbst das U-Boot, die haben sich alle völlig wegschlachten lassen. Bei Kurfürsten 106.000 gemacht. Bei der Bongo 45.000, Yu Yang 7.6 und Des Moines 3.5. Also im Endeffekt habe ich gerade bloß zwei Schlachtschiffe hier ein bisschen abgefarmt. Und im Endeffekt haben Bongo und Kurfürst sogar noch gelebt. Die Brände 61.000 Schaden dadurch und der Rest war HE-Treffer 68.000 und AP 15.000. Waren halt nicht groß Breitseiten, die ich da noch hätte bestrafen können. Naja. Nee, also noch eine Runde brauche ich jetzt hier nicht spielen. Dafür ist der Spielziel einfach nicht so meins. Wird aber bestimmt viele geben, die Elbing und Co. lieben. Die mit der Hoffmann denn vielleicht jetzt liebäugeln. Ich meine, du hast die Nebel-Hydro-Kombination, das ist wenigstens da. Der Tarnwert ist Scheibenkleister, keine Frage. Aber es geht deutlich schlimmer, haben wir gerade bei der Ragnar gesehen, der mit 7,5 oder was die hatte. Ragnar hat wenigstens ein Radar. Das ist korrekt. Aber du hast eine 6 Kilometer Hydro, weißt du?
Ja, aber bei der 6-Kilometer-Hydro, das Problem ist, bei der Elbing gibt es eine ganz klare Identität. Mhm. Und bei der Hoffmann könnte man jetzt vielleicht denken, ey, ich habe 6-Kilometer-Hydro, ich fahre jetzt in die Nähe der Caps, bin total agil und nutze die Hydro und meinen geilen Tarnwert, um den feindlichen DD da rauszudrücken. Und dann merkst du halt, dein Tarnwert ist nicht geil, dann merkst du halt, du bist nicht agil. So, das ist leider dieses, warum hat die eine Hydro? Weißt du, das ist so für mich. Die hat aber auch eine Ruderstellzeit, eine 5,3. Ja. Manche DDs haben da 1,7 und 2,2 und so eine Scherze. 800 Meter Wendekreisradius. Ja, wie so ein Schlachtschiff schon. Irre. Das merkst halt auch. Da wollen wir auch nicht wundern, dass Bungo und Komi da so eine krasse Salven drücken. Oder selbst ein Kuhfürst mich ohne Probleme trifft. Ja. Du willst halt so spielen wie Kleber und Co., aber hast halt nicht die Geschwindigkeit, hast nicht die Agilität, um diese Schiffe denn zu spielen. Ja, was bleibt denn übrig? Der steht scheiß Nebel für 70 Sekunden, ist auch Müll. Spiel die wie die Elbing. Ja. Was anderes. Und eben bisschen bessere Torps, was die Geschwindigkeit angeht. Hm. Dass du da irgendwie was versuchen kannst zu reißen. Aber es ist halt für mich eben, es ist eine etwas andere Elbing oder eben eine Schulz. Eine schlechtere, ja, wenn du so willst. Ich sehe die Vorteile jetzt nicht. Eine andere. Ich will nicht sagen schlechtere, weil 6 Kilometer Hydro ist in den richtigen Situationen richtig geil. Ist richtig, das stimmt, ja. Also, wir haben Flugabwehrwert, muss auch dazu sagen, 70er Flugabwehrwert, wir haben defensives Flakfeuer noch dabei, konnten wir jetzt nicht wirklich testen. Ja, du haben oder nicht haben, ne? Mit defensives Flakfeuer, da kannst du den einen oder anderen schon mal da abknallen, wegsen. Ja, aber wenn du mal guckst, wir haben 2 Flak-Explosionen. Ja, ist nicht viel. Und der Schaden ist recht gering. Hm. Das ist alles. Ja, aber besser als eine Jäger oder so. Wenigstens haben wir Flak, weißt du. Es ist wie so eine Elbing und Co., aber hier kannst du eher mit den Torpedos vielleicht ein bisschen was machen. Bei der Elbing, die waren auch so lahm, ne? Mit 50 Knoten und so eine Scherze. Genau. Ja, ist genau. 66 Elbing hatte, Knoten. Elbing hatte mehr Reichweite, hat dafür deutlich langsamere Torpedos, machen aber auch ein bisschen mehr Schaden. Also es ist, ne, es ist, deswegen ist dieser Punkt, von wegen ist es deutlich schlechter oder deutlich besser, schwer rauszufinden, weil es sind einfach andere Torpedos. Hm. Und aber mit denen kann man gut arbeiten. 12 Kilometer war in Ordnung, immer wenn die Gegner doch mal auf einen zugekommen sind, den immer rausgeschmissen, immer mal hier und da ein Torptreffer. Also rein schadenstechnisch ist es kein Problem, hier auf hohe Zahlen zu kommen. Wirklich sinnvoller Schaden ist es aber nicht. Und das ist genau das Problem bei Elbing und Co. nämlich auch. Ja, du kannst deinen Schaden machen, ja, du kannst die Gegner schön zusammenrotzen, aber die ganzen anderen feindlichen DDs und Co., die sind eigentlich deine Ziele als Zerstörer. Und naja, es ist das gleiche wie mit den ganzen hier Yoshino, Azuma und wie sie alle heißen, die ganzen Kreuzer. Die können schön Schaden machen. Teamdienlich ist nicht wirklich. Da hilft bloß so viel Schaden machen, dass es nachher schon so viel ist, dass es teamdienlich dann tatsächlich endet. Aber haben wir ja gerade gesehen, die Bung und Kufus, die habe ich ja beide runtergeballert. Im Endeffekt haben wir am Ende beide noch gelebt. Die sämtlichen Schaden, die ich gemacht habe, der einzige sinnvolle Schaden in der Runde gerade war auf die Yu Yang und auf die Des Moines ein bisschen. Der Rest war völlig überflüssig. War völlig, ob ich es nur gemacht habe oder nicht, war völlig egal. Kann man nicht anders sagen. Aber das hat natürlich auch mit der Runde und dem Team ein bisschen zu tun gehabt. Meine Freunde, das war unser Ausflug mit der Georg.Hoffmann. Kein Stahl der Welt wert, würde ich behaupten, wenn ihr die Elbe und Co. liebt, wenn ihr die abgöttisch liebt und seid deutsche Schiffe, müssen ja in den Hafen. Da verstehe ich es noch, dass ihr die denn holt. Alle anderen, die einfach sich was Schönes gönnen wollen für ihr Stahl, lass die Finger davon. 36.000 Stahl hierfür. Selbst wenn sie. Stand das bei der Hoffmann dabei, Nere, ob die später für Stahl denn weiterverfügt? Keine Informationen. Haben wir keine Infos. Gar nichts zu. Wissen wir gar nicht, wie die überhaupt wieder ins Spiel kommt. Vielleicht kommt sie noch gar nicht für Stahl, vielleicht kommt es auch für Kohle oder. Da lasst euch mal überraschen. Oder aber noch viel geiler, die kommt ins Auktionshaus für 35.000 Stahl Minimum. Auch nicht ist schlecht. Ist das eine geile Hammer. Geile Idee von Hammer. Mir? Ja, finde ich auch. Wahnsinn, würde erst Auktionshaus sein, wo keiner mitbietet, denn geil. Richtig gut. Wo der Preis runtergeht. So, der erste Tag 35.000, der zweite Tag 20.000, 10.000. Hallo. Was ist das letzte? Was würdest du bieten? Ja, also muss der Mindestgebot angeben. Denn alle so 20 Stahl, 300 Stahl und dann das höchste Gebot, das gewinnt denn. Und dann kriegen wir so für unter 1.000 Stahl. Yay, yeah, nee, ganz so schlimm ist es auch nicht. Ihr habt ja gesehen, es funktioniert. Wenn du rein Schaden machen willst, dann funktioniert das Ganze. Tarnwert technisch kombiniert mit dem Nebel, mit der Hydro, es geht noch. Da geht es deutlich, deutlich schlimmer. Aber wie du schön am Anfang der Runde gesagt hast, ja, da outplayt dich alles. Da ist nichts, wo du einen besseren Tarnwert hast. Und das hast du halt ständig in den Runden.
deine Grundidee ist halt was anderes. Du möchtest Schaden machen, so viel Schaden, dass du die Gegner von den Caps vertreibst und dann kannst du dir die Caps holen. Aber du hast ja gesehen, bevor du da irgendwas machen konntest, waren 4 Leute schon verdenkt. Vor allem der Grundgedanke damals bei dieser Art von Kreuzer, das weiß ich noch, war eigentlich leichte Kreuzer, sag ich schon, bei diesen Zerstörern hier, wie Elbing und Co., war eigentlich leichte Kreuzer maximal zu kontern, so Minotaur und wie sie alle heißen, ne? Fahr mal irgendwie so, dass... Das auf jeden Fall, die spielt bestimmt noch jemand, aber fahr mal so, dass du den dann bereits auch gut erwischen kannst. Die stehen ja meist immer auf den Hinterinseln oder sonst wie was, das ist Käse. Es war aber deutlich angenehmer, gerade mit der Reichweite zu spielen. Ich musste mir gar keinen Kopf machen, was die Reichweite angeht. Ne, ich habe jetzt deutlich, deutlich besser spielen können und hatte genug Puffer immer, um chillig die Gegner einfach abzufahren. Also ich würde euch wirklich empfehlen, nehmt Doppelreichweite mit, ist es deutlich angenehmer. Oder aber ihr spielt deutlich aggressiver als ich mit dem Schiff dann hier, vielleicht die Elbing ja dann auch. Nutzt mehr euren Nebel und Co., vielleicht sogar eine Divi und dann könnt ihr auch weiter vorne gehen, denn die Nachladezeit mit. Aber so ist mit 15,5 Kilometer war angenehm und mit dem Schießen kein Problem. Das war kein Problem, die Schlachtschiffe und Co. da alle immer noch irgendwie abzufahren. Meine Freunde, das war unser Review zu G. Hoffmann. Wird nicht vergessen, fleißig kommentieren. Eure Meinung zu diesem Schiff gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim nächsten Review. Wir haben nämlich noch so einige Schiffe, auf die ihr euch freuen könnt. Haut rein!